So, willkommen wieder zu einem neuen Video. Fritz Meinecke hat sich einen Backflip gewünscht, den zeige ich Ihnen natürlich. Ich habe mittlerweile 20 Kilo zugenommen, seitdem ich diesen Tricking-Kram mache. Und da der Boden so ein bisschen rutschig ist, weil Schnee noch liegt und so, besteht die Gefahr, dass ich wegrutsche mit den Schuhen. Deswegen barfuß. Ja, vielleicht das mache, dass du gefährlicher wärst. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch schaffe, weil ich seit 2 Jahren, glaube ich, kein Salto mehr gemacht habe. Der Salto war ein bisschen schwerfällig, hat trotzdem noch funktioniert. Wir starten mit Felduken. Los geht's. Und ob ich nur damit die Nacht überbringen, überstehen kann, das werden wir jetzt herausfinden. Ja, diesen Biwaksack kann man unterschiedlich nutzen. Als einzelnen Schlafsack, als Schlafsacküberzug, als Ringponcho oder als Tarp sogar. Also. So, warte. Tonaufnahme Nummer 11. Synchronisieren durch einmal klatschen. So, packe ich den alten Gummilappen mal wieder weg. Ist ja schon auffällig, dass ich hier in Weiß rumlaufe. Aber perfekt für die Videoaufnahme. Und dieses Mal geht es um diesen Hightech-Anzug. Der soll IR-geschützt sein. Und was er noch alles kann, werde ich in diesem Video zeigen. Pam! Ja, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, der Tarnanzug gefällt mir. Ja, dir muss er ja nicht gefallen. Also die Vorbereitung für ein Video, zum Beispiel jetzt hier in diesem Video, bereite ich gerade alles vor für das Video Felduken Extrem Teil 2. Und da ich tagsüber keine Zeit habe, weil ich eine Ausbildung mache zum Gärtner, im Fachbereich Garten- und Landschaftsbau, also dieses Jahr werde ich fertig, schon meine zweite Ausbildung im Leben, mache ich dann auch abends Videos. Wir haben jetzt 2 Uhr nachts und wir haben ungefähr minus 1 Grad. Ich hoffe, das Paracord hält. Ausgerutscht. Dann kann das mal weg. Und die Jacke wird ausgezogen. Ich liege jetzt schon seit ungefähr 20 Minuten, halbe Stunde drin. Da merkt man dann, wie die Kälte von allen Seiten irgendwie durchkommt. Nur diesen Biwaksack bei Minusgraden zu verwenden, würde ich nicht tun. Werde ich mal den KSK Winterschlafsack hier noch mit reinmachen. Oh. Ah, ich kriege voll den Krampf wieder. Bei uns kann man was lernen. Wir testen relativ viel. Wir sind gesellig. Wir bringen und gerade auch andere Menschen kennenzulernen, das ist eigentlich der Reiz. Kommt mal mit uns mit. Wir können euch da von unserer Begeisterung auch eine ganze Menge anstecken und euren Horizont erweitern. Und dann werden wir wieder bei dem, was uns immer begleitet. Von und miteinander lernen. Wenn der Scherze bringt und ich die ab und zu nicht verstehe, meine Verplantheit ist auch ab und zu einfach nur nebenbei lustig. Ja, genau, darum geht's halt. Um Spaß haben am Leben, im Leben und... Ja, natürlich. Und letzten Endes machen wir uns nichts vor. Warum gehen wir raus? Natürlich, stressigen Alltag. Wir wollen zur Ruhe kommen. Wir wollen Resilienz erfahren. Wir wollen unsere Energiezellen wieder aufbauen. Und was gibt es da Schöneres, außer so wie heute auch, raus in die Natur, Lagerfeuer, nette Gespräche. Ja, ich bin gerade auf der Suche nach einem Camp und durchstreife hier mal so ein bisschen die Wälder. Und dieses Mal geht es um ein echtes Szenario. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal nach, was sich dort im Wald befindet und ob es sich lohnt für ein Nachtlager oder nicht. Ja, es wird echt sehr schnell dunkel und durch dieses Grisselkram, was hier runterkommt, an Schnee, macht es nicht gerade besser die Sicht. Auf jeden Fall sind hier sehr, sehr viele tote Bäume drin. Das heißt, ich muss hier echt genau darauf achten, dass nichts von oben runterfallen kann. Okay. Das ist das Tipi. Bisschen gruselig. Ich hoffe, da ist niemand zu Hause.
Ja, hier kann ich erstmal Pause machen und mich vor dem Wetter schützen. Wie schon gesagt, ich habe nichts mit zu trinken, nichts mit, um Feuer zu machen, kein Messer, eigentlich gar nichts. Nur die Kamera und die Lampe halt zum Film. Es wird erst kalt, wenn man aufhört, sich zu bewegen. Also, ich bin echt froh, dass ich wieder im Auto bin. Ich habe meinen Kofferraum so ein bisschen ausgebaut. Ich glaube, das kann ich euch morgen so ein bisschen zeigen, wenn es heller ist. Guten Morgen. Wir haben halt gestern Abend einen starken Schneesturm gehabt. 12 cm Neuschnee. Das ist auch der letzte Lehrgang, den ich für diese Ausbildung brauche. Und dann habe ich das hinter mir. Ja, wegen Corona darf man halt nicht mehr in Hotel und so schlafen. Oder in Jugendherbergen und so. Deswegen muss ich mir halt überlegen, wo ich dann penne. Entweder, wenn man ein Auto hat, ein Auto, oder dann draußen. Irgendwie muss man ja diese Ausbildung bestehen, auch in Krisenzeiten. Ja, okay. Wie war das? Ich mache das hier alles nur, um der beste Survival-Trainer Deutschlands zu werden. Deswegen mache ich diese Ausbildung. Nein. So, um das Tipi zu verändern, habe ich hier was Kleines im Karton und habe ich auch was Kleines im Karton. Muss ich mal schauen, wie das nachher läuft. Ja, wie ihr sehen könnt, der Wind frischt langsam auf. Das passiert, wenn er halt nicht befestigt ist. Von daher habe ich halt diese etwas dickeren Erdnägel. Ja, ihr könnt im Hintergrund sehen, das ist so die Toilette, die ich vorher halt hatte. Und hier hatte ich jetzt ungefähr ein halbes Jahr lang dort stehen oder vielmehr überall an jedem Ort. Und da habe ich halt die Schwachstellen herausgefunden und die verstärke ich jetzt an diesem neuen Toilette. Ja. In diesem Video geht es diesmal um Wolfsangriffe. So, ich teste das natürlich alles. Natürlich. So, und da der Wind jetzt einmal hier von vorne kommt, werde ich diese beiden Pfeffersprays mal verwenden. Wenn ich jetzt sprühe. Okay. Jetzt sehen wir, warum wir es nicht gegen den Wind machen sollen. Das wäre der Fog. Wow, hier ist viel mehr Power drauf und hier dieses macht einen viel größeren Umfang. Ich habe was im Mund bekommen. In meinen Rachen. Wasser scharf. Habt ihr gesehen? Da kommt immer wieder was zurück. Ich muss sagen, die Flaschen gehen echt schnell leer. Das hier ist nämlich ein schriller Alarm, der mega laut sein soll. 120 Dezibel, wenn ich das richtig gelesen habe. Achso, man muss es sehr scharf machen. So, dann setze ich den Deckel mal hier rauf. Wow, das war laut. Also hier nochmal die Lautstärke. Na? Oh, oh, das ist so laut. Heftig, hätte ich nicht erwartet. 120 Dezibel. Hauptsache die Haare liegen, Miss Sophie. Mach ich so. Wie kalt ist es denn? Ja, kälter als das. Du, das Gesicht kann ich nicht retuschieren. Danke für die Outtakes. Ah, Brennnessel! Ah, oh, Scheiße! Ah, da auch! Stehen bleiben! Warte, was wolltest du
Was wolltest du überhaupt von mir? Erst mal stehen bleiben. Wie, du sagst nichts, ich gebe dir trotzdem meinen Rucksack. Ja. Scheiße! Nee, die Stimme ist so hell, du musst dunkler klingen. Es kommt ja nochmal neu. Also mit geht's mal runterknien. Ich knie nicht. Abknien. Was spinnst du? Okay, kommst du nie wieder hoch? Ich schon. Ich hab einen Stock. So. So macht man, so. Links frei. Rechts frei. Ja dann, go. Jetzt. Wir sind jetzt am Dorfrand. Stopp, warte. Ich muss nochmal neu machen. Warum? Weil ich hier voll zu sehen bin, wegen dem Baum. Also? Und ich stehe wahrscheinlich in deinem Bild. Das auch, ja. Auch das noch. Hier wächst überall Stoff. Dann gehe ich hinter euch so ein bisschen. Hey, Stefan, du bist immer vernetzt, ne? Ja, das mag ich ja nicht. Durch die Teeküche oder was? Stefan, ich filme schon die ganze Zeit. Das war mir klar. Ganz Nautech wieder, nur mit Stefan. Mit welchem Fahrzeug haben die euch verfolgt? Ja, das Fahrzeug. Was hatten die für ein Fahrzeug? Toyota, ne? Ja, das ist so. Ich fand immer Toyota. Klischee. Das ist ein Lastwagen. Der ist geil, Alter. Die fahren immer. Das muss schon bringen. Die fahren immer Toyota. Das ist geil. Komm, das machen wir jetzt also. Oh, Stefan ist auch endlich mal fertig. Das hätte ich mir gesagt. Oh, so. Alter, das ist wirklich unerläutert, das muss man sagen. Ne? Okay, dann. Verrückte Leute, die im Wald hocken, okay. Ja, moin. Warte. Ah. Was geht's? Endlich habe ich euch gefunden. Seid ihr diejenigen, die von dem Fahrzeug verfolgt wurden? Warte, ich muss lachen. So geht es die ganze Zeit. Outtakes! Wie mit dem Toyota. Die Banditen mit dem Toyota haben wir bekämpft und zerstört. Sehr gut. Wir müssen jetzt sofort hier verschwinden. Weil ich weiß. Ich hab's versucht, aber ich finde, wir haben schon gute Aufnahmen. Guck, der lacht nicht. Das ist nicht geil. Aber so werden Horrorfilme gedreht. Immer die Kamera so halten. So, so werden Horrorfilme gedreht. Ja, genau. Ja. Jetzt fährt der schon wieder ein, hat sowas gemacht, dass ich nicht merke. Quatsch, da läuft wieder nichts. Soll ich gucken? Mach, brauchst du nicht, oder? Ich geh nicht gucken. Es ist gut, dass deine Lichter ausschöpfen kannst. Ja, ne? Ich finde das echt gut. Ich war letztens auf meinem Dachboden und habe ganz viele Sachen entdeckt, die ich damals zeigen wollte im Endzeit-Szenario. Ich so, kann ich alle mit einfließen lassen im Breakout? Habe ich noch nie vor der Kamera getestet und das weiß auch keiner. Ich so, geil, wie Material, endlich mal. Und dann dachte ich so, scheiße, ich muss aber auch den Dachboden aufräumen. So, wir sind jetzt auf der Heimtour. Ja, wir haben jetzt wie viel? 6 Tage, 5 Tage durch. Ja, und wie wir sehen, hatten wir Glück mit dem Wetter. Aber wir sind ja noch nicht am Ziel der Reise, also ja, was Schwarzwald angeht und so, ja. Aber ich werde jetzt noch mit Jens das eine oder andere an Location noch angucken, das eine oder andere noch filmen. Und ja, also für mich geht die Tour erstmal weiter. Das ist so eine 7 Tage Deutschland-Tour, die ich hier gerade mache und hätte ich auch nie gedacht, dass ich sowas also einfach mal mache. Geil, das ist so heftig. Sonst. So. Also Schmerzen kriegst du trotzdem. Und das will ich nicht. Ja. Ja. Oh, nee. Finger machen. Also. Jetzt musst du die Kamera vor Zeit lassen.
Aua! Ah! 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 Oh. So, vielen Dank, Jens. Es hat mich gefreut. Es hat echt Spaß gemacht. Mir hat es auch sehr viel Spaß. Ja. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in den Kommentaren und lasst euch nicht alles gefallen. Tschüss. Ach du Scheiße, wie sieht der denn aus? Dankeschön. So, Ladies first. Oh, hallo, hübscher Mann. Da, hey, Bob. Da ist die andere Kamera. Der hier, Nibbeltwist und so, kann man auch trainieren. Ging nochmal mit beiden Beinen gleichzeitig schön auf den Spaten. Da passiert gar nichts. Spring! Willst du auch noch mal? Ja, bitte schön, komm mal rein. Nee, du machst das schon. Ich hab da vollstes Vertrauen in dich. Ich glaube eher, nee. Gründer des Tibi-Baus, aber er war vor dem Tibi-Bau schon dabei. Ist denn das zu kalt? Das ist nur eine normale Isomatte und ein Fjelduken. Aber du wirst da drin ja sterben. Ja, ich werde in einem Fjelduken werde ich frieren. Ich werde jämmerlich sterben. Das verstehe ich den ganzen Tag nicht. Bei minus 14 Grad war es mir zu warm in dem Ding. Mit meinem Low-Level-Schlafsack. Und du sagst, dir ist kalt. Verstehe ja. Ich nicht. Aber bei dir hat es hundertprozentig an der Bodenisolierung gehapert. Aha. So. Also, Bob ist soweit eingegraben. Es wird wieder duster, weil es gleich regnet. Und bevor es regnet, hoffe ich mal, dass wir es schaffen, ihn um 180 Grad zu drehen. Weil ich würde gerne da mit dem Licht arbeiten. Also, Schnucki. Nicht so viel rum. Nein, ich nehme ihn nur in Arm, mein Kumpel. Wisst ihr eigentlich, wie schwer das ist, mit diesen Leuten zu arbeiten? Das haben wir beide jetzt. Alles noch für mich gewöhnungsbedürftig. Eiskalte Nacht. So sieht das Ganze dann von innen drin aus. Ich habe jetzt Nachtmodus an, weil man das sonst nicht sieht. Ja, hier hinten nicht mit den Füßen. Wie gesagt, das alles hier drin ist nachher schön mollig warm. Und Windschutz von allen Seiten. Ja. Ja, man kennt das nicht anders. Beim Fjelduken ist es ganz schnell innen drin warm und ich habe hier ja den Karabiner jetzt genommen, um das halbwegs hier zuzumachen. Hier kommt noch genug Sauerstoff rein. Von daher muss ich mir da keine Sorgen machen. Gute Nacht, Leute. Meine erste Nacht in der Hängematte. Cool. Nee, meine zweite Nacht in der Hängematte. Die erste Nacht war nicht so cool. Die war zu kalt. Das war aber auch eine andere Hängematte. So. Ja, die Sonne geht auf. Da gab es auch keine Probleme mit Krämpfe oder so. Also Wärme war vollkommen vorhanden. Ja, bin stolz, mal wieder was Neues ausprobiert zu haben.